Was geht, meine lieben Soccer-Junkies? Hallo, bist du wieder hier? Herzlich willkommen zum neuen Genshin Impact-Video. Ich weiß nicht, ob ich es heute schneiden werde oder nicht, aber ich nehme heute mal wieder randommäßig auf mit dem guten Dennis. Moin. Und dabei Keks-Schokolade. Gucken wir doch mal in unsere Tagesaufgaben. Erstmal nehme ich die Brille runter. So kann doch kein normaler Mensch zocken, Alter. Wie kann mit Dr. Disrespect, das ist so Disrespect, weil ich seinen Namen falsch ausspreche. Wir machen einfach mal Daily Missions. Und danach gehen wir in diese komischen Dings rein. Wellen. Mission. Ach, hat er mich jetzt gesehen, der Fuso? Ja, der hat mich jetzt gesehen. Tanz für mich, du Idiot. Haha. Nein, ich muss wieder gegen diesen komischen Roboter kämpfen. Nur ich hasse die Dinger voll, ne? Den die, Roboter? Die Typen da haben mich gerade voll ignoriert. So ganz nach dem Motto, kein Bock zu arbeiten, lass den mal laufen. Oder so. Ey, Alter, hast du den gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Warum? Sollten wir ihn nicht aufhalten und bekämpfen? Ja, aber ich habe gerade Mittagspause. Was ist eigentlich für ein Feuerkämpfer Wasser? Dasselbe wie für ein Dämonen Weihwasser. Er geht zwar nicht in Flammen auf, aber danach sieht er nicht mehr so gesund aus. Sollte jedenfalls in der Regel so sein. Ich habe Luftangriffe. Oh, da kommt was auf mich zu. Guck mal hier, Eis. Oh, sind wir gefroren? Du kannst jetzt eine Runde fliegen gehen. So, da, ab raus mit dir. es ist eiskalt. Es ist eiskalt, ein oh. Ich stehe immer noch da. Nein, ich komm da nicht mehr hoch. Geh eine Runde schwimmen. Baywatch wird dich retten. Oh, mit dem Körper. Ich bin Baywatch, ey. Das erinnert mich an SpongeBob. Er springt im Wasser. Dulig springt ins Wasser, aber das Schwert brennt noch. Kennst du die SpongeBob-Lagerfeuerstelle, wo Patrick fragt, wie kann eigentlich das Lagerfeuer hier brennen, ja, wenn wir unter Wasser sind? Ich habe mich gerade voll daran erinnert. Wie nebenbei kann ein Typ, der mit Feuermagie um sich haut, überhaupt Eisflächen erschaffen, nur weil ein Eisbuff auf ihn liegt? Funktioniert eigentlich auch nicht. Das müsste eigentlich sofort verdampfen. Aber hey, Avatar, Herr der Elemente, wir kombinieren. Aber nicht recherchieren. Noch mehr in Anmarsch. Und ein dunkler Sound. Er wurde so hart verprügelt. Ich hol mir das Item, während die anderen da hängen und ja, eigentlich versuchen mich umzubringen, aber hey. Oh. Tanz für mich. Er hat so viel Angst bekommen, dass er direkt abgehauen ist. Oh, was sind das denn? Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Egal, ich kümmere mich erstmal hier um den Pflanzentyp. Komm her, Bisasam. Pflanzentyp. Ja, hier diese Pflanzenmagier. Oder wie ich sie gerne nenne, Bisasam. Oder. Oh, was ist denn das für ein Riesending? Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Erstmal einen Schokokeks drauf. Hui.
leid es mir tut, ne? Aber ich hab da so eine Kiste, die ich haben will. Ja! Da bist du ja! Haha, guck mal hier! Luftenergie! Kombiniert? Oh! Hört sich an wie Donkey Kong, wenn der wütend ist. Oh, geil, Alter! Das ist ja der Hulk! Alter Schwede! Meine Fresse! Geil! Woo! Hulk Smash, Baby! Woo! Avengers sammeln! Hier mache ich jetzt Feuer unterm Arsch! Pass auf! Er ist ausgewichen. Du bist nass! Und ich bin trocken. Hier kommt noch ein bisschen Musik, Magie! Ha! Schöne Statue für meinen Garten, Bitch! Dennis fragt sich gerade auch, weil er es nicht sieht, was geht da ab. Nein, du hast Barbara geschlagen! Was machen wir jetzt mit unserem Rhabarberkuchen, Alter? Jutsu des Eises! Ich habe den Hulk besiegt. Tja. Ich weiß gar nicht, warum alle bei den Avengers so Angst vor den Hulk haben. Für mich war das easy. Thanos hatte ja auch kein Problem. Wie macht man eigentlich die Laubhaufen weg? Ganz easy ausgewischen. Wie komme ich zu dir rauf? Ah, so. Ah, und er schmeißt mich direkt runter, okay. Ah, kommt! Ach, ihr wolltet das ja so. Dulig! Flammenwurf! Angriff, ich habe dich gewählt. Autsch. Jetzt weiß ich, warum Arn immer auf die Fresse gekriegt hat. Ohne Witz, du da oben gehst mir auf den Sack. Ich beschwöre Lavados. Und Lavados verweigert den Angriff. Ja. Ah, der im Hintergrund, habt ihr das gesehen? Er spult mal eine Sekunde zurück so. Da kommt ein Typ auf das Lager zu und was macht er, als er sah, dass er seinen Kollegen verprügelt? Dreht rum. Ehrenmann so. Oh, meine Freunde werden angegriffen. Nope. Gar kein Bock. So, dich hole ich da oben jetzt mal runter. Noch mehr Gegner im Anmarsch. Dies wirkt bedrohlich. Hast du gedacht, wa? Hui! Haha, aufgehalten. Wenn man versucht, wie ein Stier anzugreifen. Guck mal hier, ich kann die Angriffe verkombinieren. Und jetzt beschwöre ich wieder Lavados. Hui, du einen Schlag, ich einen Schlag. Was hältst du davon? Und jetzt holen wir die Windenergie dabei. Und das war's für dich. Easy. Können wir zusammen spielen? Ich bin Level 15. Und muss aber Level 16 sein. Das geht schnell, wenn ich... Dank Coffee weiß ich jetzt, wie man die Mission macht. Ja. Hochlebe Coffee!
Ja. Und Toffifee. Und Vanille. Das ist gut. Erstmal das hier holen. Dann kann ich dann wieder Dingsrang aufsteigen. Ich komme schon zu euch zurück, keine Sorge. So, jetzt erstmal euch Feuer unter den Arsch machen, dann auf sie wechseln, dann können wir auch direkt auf sie wechseln und dann eben halt hier auf Duleg, aka Glurak. Guck mal, und da ist auch schon Lavalos. Er stellt sich mir eiskalt entgegen. Das ist so männlich. Jutsu des Eises. Dann nehmen wir hier nochmal Ahn, dem. Auftrag erfüllt. Aber es kommen noch mehr Gegner. Tschö. Der ist eiskalt den Berg runtergeflogen. Ich zeig dir meine Schwerttechnik. Sie ist wundervoll. Und jetzt. Ah, jetzt kommen noch mehr Gegner. Also, die kommen einfach aus dem Boden, okay. Ausgewichen. Ja. Erstens, du wirst jetzt vereist. Zweitens. Jo. Die werden enteist. Zack, krieg ich erstmal eins aufs Maul. Okay, läuft. Kampf der Giganten. Duleg versus Riesending. Und Riesending pfeffert mich erstmal in die nächstbeste Ecke. Du musst da mit Technik rangehen, sagte man mir. Okay, erstmal hier. Du fliegst jetzt da runter. Der ist da fast selber runtergejumpt. Okay, der ist entgegengesetzt gefallen anscheinend. So, diese Nebenwirkungen, die sind überhaupt nicht bei der Kartoffelsäcke. Ja, der Phoenix nimmt den auch mit. Eiskalt mitgenommen bis an die Eckkante. Da ist er dann hier gegengeflogen. Hat sich dann den Kopf aufgeschlagen. So, wo ist jetzt meine Kiste? Hier müsste eigentlich eine Kiste erscheinen. Hier. Und warum? Ja, weil immer eine Kiste erscheint. Deswegen. Bei solchen Aufgaben. Puh. Darf gezogen werden. Zehnerzug. Komm. Walkout. Nur lila, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich habe vergessen, das Game zu entmuten. Egal, ist Xiang Lin. Woo! Eine Charakterin, die ich gebraucht habe. Boots Baby! So, dann wollen wir mal weitermachen. Und ja, ich habe das Ding immer noch an. Noch nicht. Ja. Okay. Ha!
Wechsel doch. Soll ich mit der Elektro-Tante bei Elektro Gegnern? Ah, das war fail. ビリビリさせないと。うがちなさい。 闇つき。裁きを受けよ。 Geht eigentlich. Ich habe gedacht, in den Räumen schneide ich schlechter ab. Aber ich bin nicht zufrieden. Die Überladung, Alter, die war ja mächtig.
Oh, jetzt gibt es noch was für den da hinten drauf. Was? Kurz vorher loslassen. Tröpfeln. So, jetzt kann ich auch den hier nehmen. Schön in einer Reihe stehen bleiben. Finde ich gut. Was? Damit mache ich dein Schild auf einen Satz kalt. Oder fast schon. Naja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin raus.